Jo, es geht ab, hier ist wieder Matthias und ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal eine kleine Spielerei. Das, was ihr jetzt im Hintergrund seht, sind die Anbauten von den Raketen bzw. den Böllern an die Drohne. Ich habe wieder mal mit dem Goro ein bisschen gebastelt und rumprobiert und das sind jetzt die ersten Versuche gewesen, also achtet nicht darauf, wie es aussieht. Ich habe mir jetzt schon eine Konstruktion überlegt, wie das Ganze ein bisschen komfortabler wird und ein bisschen ansehnlicher für die nächsten Videos. Ich habe ja schon vor längerer Zeit gesagt, ich möchte ein bisschen mehr mit meiner Drohne, also mit meinem kleinen White Hawk machen und einiges ausprobieren und habe noch viel vor. Und das waren jetzt so die ersten Raketen- und Böller-Tests, die wir durchgeführt haben. Ich werde euch dazu noch ein paar Infos in die Videobeschreibung hauen und natürlich alles hier aus dem Video auch verlinken. Die ganze Konstruktion funktioniert per Fernzündung, damit man nach mehreren Flugmanövern erst die Abwurfgeschosse zünden kann. Denn ich habe noch die Vorstellung oder den Plan, mit der Drohne einen Kurzfilm zu drehen. Wenn die ganzen Drohnenanbauten, die ich so noch im Kopf habe, funktionieren, dann sollte das auf jeden Fall mein aufwendigstes Filmprojekt ever werden. Aber bevor ich jetzt hier noch länger laber, höre ich lieber auf und beende das Video. Ihr könnt jetzt noch die anderen Raketen- und Böllerabwürfe sehen am Ende. Wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr Bock auf diesen Kurzfilm habt, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch oder einen Kommentar da oder sogar beides. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass ich die Zeit investieren kann und die Arbeit. Wenn nicht, dann kann ich mir die Zeit auch sparen und in andere Videos stecken. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, danke an Goro für die Zeit, die er investiert hat und danke an euch fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haltet durch. We'll be right back.